Eva, es ist zu lesen, du bist sehr aktiv bei UNICEF schon engagiert, jetzt bei KIKA. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Also die Zusammenarbeit mit dem KIKA ist eigentlich auch schon, besteht schon sehr lange zwischen KIKA und UNICEF. Der KIKA ist immer dabei im Sommer, wenn der UNICEF Junior Botschafterpreis verliehen wird. Und jetzt im Zuge dieser Infowoche auf dem KIKA, wo es ums Thema Kinderrechte und Kinderarmut geht, war das sehr passend. Also wir haben zum Beispiel auch jetzt beim KIKA unsere Juniorbotschafter 2015 als Gäste mit dabei. Die berichten ein bisschen über das, was sie, über die Aktionen, die sie machen, wie sie Flüchtlingen helfen vor Ort an ihrer Schule und auch in ihrem Ort. Und ich als UNICEF-Botschafterin bin quasi dabei, weil ich so ein bisschen das Sprachrohr bin für Kinder und Jugendliche, weil ich ihnen eine Stimme geben will, weil ich finde, dass Kinder und Jugendliche ganz, ganz viel zu sagen haben und ganz viele tolle Ideen haben. Und ja, das ist so ein bisschen meine Aufgabe als UNICEF-Botschafterin. Welche Rolle genau spielst du jetzt hier in dem KIKA-Programm, wo es um die Rechte der Kinder geht? Ich bin jetzt in dem KIKA-Programm und im heutigen Abend mit dem Konzert als UNICEF-Botschafterin dabei, eigentlich um die JuboKakis, das sind unsere Junior-Botschafter 2015, zu unterstützen, um auch nochmal ein bisschen zu berichten, wie die Mädels arbeiten. Für mich ist es eigentlich für mich ist es ein toller Abend, den ich verbringen darf, und ich darf mir tolle Aktionen von Jugendlichen und Kindern anschauen und mich heute Abend inspirieren lassen. Ich glaube, die Hauptakteure sind aber auf jeden Fall die Kids, die wirklich Großartiges geleistet haben, und ich bin eigentlich nur dabei, um die zu unterstützen und um denen zu applaudieren. Was verbindest du persönlich mit Kinderarmut, auch jetzt speziell in Deutschland? Denn KIKA ist ja nur auf das deutsche Publikum auch ausgerichtet. Also ich glaube, Kinderarmut ist natürlich in Deutschland auch ein riesengroßes Thema. Ich glaube, immer noch ein Thema, was nicht so wahrgenommen wird. Jedes fünfte Kind in Deutschland leidet an Kinderarmut. Das heißt, dass auch wirklich die Kinderrechte in dem Fall gar nicht greifen können. Also jedes Kind, also die Kinderrechte besagen ja, jedes Kind hat ein Recht auf Bildung, hat ein Recht auf medizinische Behandlung, hat ein Recht auf gesunde Ernährung, hat ein Recht darauf, spielen zu dürfen. Also es gibt eine ganze Latte an Kinderrechten, und als UNICEF-Botschafterin ist es mir wichtig, dass die gehört werden und dass die eben auch in Deutschland gehört werden, weil ich finde, dass auch Deutschland da noch Nachholbedarf hat. Was denkst du, sind die dringendsten Probleme, die man unbedingt möglichst schnell anpacken sollte? Ich glaube, das Wichtigste ist in Deutschland, dass man nicht wegschaut. Dass man vielleicht, wenn man mitbekommt, dass es vielleicht Missstände gibt, egal ob das vielleicht in der Nachbarschaft ist oder so, dass man sich vielleicht Gedanken macht und auch überlegt, wie kann ich helfen, kann ich vielleicht auch einfach eine Organisation unterstützen, oder wie möchte ich direkt helfen, möchte ich direkt irgendwie ehrenamtlich vielleicht meine Zeit auch investieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Aufmerksamkeit für dieses Thema erregt und eine Öffentlichkeit für dieses Thema hat. Und das ist das, was der KIKA auch macht, gerade mit dieser Aktion und gerade über diesen langen Zeitraum, in dem es jetzt nur, also viel um dieses Thema geht. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man wirklich auch den Kindern zuhört und nicht einfach nur ihre Meinung als nicht würdig oder nicht erwachsen genug abtut. Weil Kinder haben oft eine sehr klare Meinung von dem, was sie wollen. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man die auch unterstützt. Denkst du auch, dass unser Staat seine Politik ändern müsste, damit sich für die Kinder, also für die Ärmsten, auch etwas wirklich verändert? Ich glaube, das ist ein sehr weitgreifendes Thema, was wir da jetzt gerade anschneiden. Aber ich glaube generell natürlich auch, dass auch die Politik da weiterhin dran arbeiten muss, dass Kinderrechte in Deutschland wahrgenommen werden und natürlich auch ausgeführt werden. Und ja, also ich glaube, das ist wirklich jetzt vielleicht auch nochmal ein Thema, was dann ein bisschen eine größere Erörterung benötigt.
Wenn wir nochmal davon von dem großen Ganzen jetzt aufs Persönliche gehen, was würdest du deinen Kindern wünschen, wie sollte die Zukunft aussehen? Ich wünsche allen Kindern in Deutschland und auch auf der ganzen Welt, dass sie eigentlich als Kinder aufwachsen können. Also dass sie eigentlich ja, unbeschwert aufwachsen können, dass sie Kind sein können, dass sie Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln, ihr persönliches Potenzial auszubauen und dass sie ein Ohr bekommen von den Erwachsenen. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Dankeschön.